Hallihallo und willkommen zurück zu, ihr wisst es schon, Demon Hunter, Chroniken des Übernatürlichen. Ja, mir geht's immer noch so, dass ich nicht weiß, wie ich die Farben mischen soll, also die letzte verbleibende. Ich kipp erstmal alles wieder weg, ich hatte ja hier aufgehört, so, die habe ich, das ist super, die kann ich auch nicht aufheben. Wenn ich die beiden mische, hatte ich auch schon gemacht. Gelb-grün, gelb-blau-grün, passt ja. Rot, das sieht für mich aus wie rot, muss ich sagen. Und das hier sieht auch aus für mich wie rot. Sag ich jetzt auch mal so frei. Dann würde ich rot 7 abmessen und 7 in den Trichter kippen. Aber ich kann den Trichter ja nicht umfüllen, das lässt er nicht zu. Dann mache ich was falsch. Frag mal hier das Tippbuch. Fülle den gekennzeichneten Behälter mit der richtigen Menge an farbiger Flüssigkeit. Verwende den Kessel, um die Farben zu mischen und 2 leere Flaschen zum Öffnen. Ja! Super Tipp! Soweit war ich auch schon. da ist aber nichts zum Abmischen. Wenn ich das nämlich abmische, habe ich eine andere Farbe. Das ist dann nicht mehr die Farbe, die wir brauchen. Glaube ich. Und wenn doch... Nee, ist es ja nicht. Kann es ja auch nicht. Wieso doch? Na gut, wenn das das Problem war, bin ich still. Nehme ich so hin. Und wir haben 3 goldene Kugeln. Die schnappen wir uns gleich mal. Und gehen zu unserem Elefantengott. Der will jetzt wieder sehen können. Hallo Elefantengott. Ganesha oder so ähnlich. Und wir haben ein Rad. Wir haben ein Zahnrad. Was zur Hölle machen wir mit einem Zahnrad? Jetzt sagt nicht, dass in die Maschine vorne bei dem Teufel da ein Zahnrad gehört. Nein. Ah, gut. Nicht gut. Dann weiß ich ja gar nicht, wofür ich es brauche. Hier ist nichts mehr. Auf dem Dach war eigentlich auch nichts mehr los, deshalb lasse ich das da hochzulaufen. Das haben wir auch gekennzeichnet. Ah, die Maschine. Das Zahnrad. Natürlich. Das Buch, das im Himmel schwebt. Ja, ich nehme das mal. 14. September 1923. Ich habe ein kleines Mädchen in den alten Ruinen in der Nähe meines Anwesens gefunden. Ihre faszinierenden roten Augen drückten Trauer und Furcht aus. In ihrer Faust hielt sie ein rundes Medaillon umklammert. Welchen Umständen war es zu verdanken, dass ein kleines Mädchen so allein zurückgelassen worden war? Leider hatte das kleine Mädchen nichts bei sich, das über sie selbst und ihre Herkunft Aufschluss geben konnte. Ich werde versuchen, mehr über das Ganze herauszufinden. In der Zwischenzeit werde ich mich um das süße kleine Mädchen kümmern. 29. April 1924. Nach mehreren Monaten Forschungen habe ich endlich etwas über das Objekt herausgefunden, welches das kleine Mädchen bei sich hatte. Es wird in verschiedenen Epochen anders genannt und wird in alten und seltsamen Schriften, die ich in allen Teilen der Welt fand, genau beschrieben. Jetzt bin ich mir vollkommen sicher, dass es ein seltenes, extrem mächtiges Artefakt ist, das zur Verteidigung gegen die Bösen, gegen die Mächte des Bösen eingesetzt wird. 21. Mai 1924. Während der weiteren Nachforschungen über das Amulett erkannte ich, dass es immer mit einem bestimmten alten Orden namens Dämonenjäger in Zusammenhang gebracht wurde. Es ist sehr schwer, mehr über sie herauszufinden. Aber das, was ich herausgefunden habe, ist sehr wichtig. Alle Mitglieder dieses Ordens haben rote Augen. Wie anscheinend unsere Protagonistin, das Mädchen, das er gefunden hat.
11. Juni 1924. Es war eine schreckliche Last für ein kleines Mädchen. Ich werde sie in jeder mir möglichen Weise unterstützen und versuchen, sie von all dem möglichst lang fernzuhalten. Hier ist das Amulett, das Artefakt zum Schutz gegen das Böse. Ich glaube, wir haben eigentlich alles geschafft. Kann das sein? Wir brauchen das nämlich jetzt hier. Wow. Okay. Oh, ich glaube, die dürfen sich nicht überschneiden. Na, jetzt habe ich ihn. Nein? Aha. Sie dürfen sich wirklich nicht überschneiden. Ja. Ja. Jetzt wird es schwieriger. Das Ding muss also hier durchgefädelt werden. Das Ding muss hier durch irgendwo in die Richtung. Muss nach außen, kann das sein? Ich glaube, du musst irgendwie ganz in die Mitte. Nee, du kommst nach außen. Ah, jetzt habe ich dich. Du kommst nach außen, während du nach innen gehst. Sogar ganz nach innen. Ja. Du darfst hier rein. Und du da rein. Bonusabenteuer wurde freigeschaltet. Ja, also, mit dem ersten sind wir durch. Das sieht doch gut aus. Sollen wir gleich damit anfangen mit dem zweiten? Ja, ich denke schon. Wir spielen gleich weiter und schauen uns das Bonusabenteuer auch an. Wo bin ich? Das kann nicht real sein. Ich war zu langsam. Es tut mir leid. Aber ihr könnt ja nochmal zurückspulen und euch den Text nochmal oben durchlesen am Rand. Mir bleibt das ja verwehrt. Dieser Ort. Er ist nicht real. Ich muss wohl träumen. Ich kann nicht mehr aufwachen. Ich muss einen Weg durch diese Tür und aus dem Albtraum finden. Zu finden ist falsch.
Vielleicht ist es die letzte Rache des Dämons. Rache für seine Verbannung. Ja. Also, das Hauptabenteuer hat mir sehr, sehr gut gefallen bis hierher. Und den kleinen Bonus, ich hoffe, der ist nicht so groß, weil, ja, Wimmelbilder finde ich cool, aber irgendwann geht mir einfach der Blick für das Ganze, dann sehe ich nichts mehr. Ja, es war auf jeden Fall bis jetzt sehr schön. Ich hoffe, das Ganze ist als Geschichte wird auch noch schön weitererzählt. So, schauen wir uns erstmal diese Tasten hier an. So, falsch, das ist falsch. Wie könnte es sein? Wow. Also, für alle, die Farben sehen, ihr habt einen riesen Vorteil. Behaupte ich mal. Nein, das war falsch. Dann ist wohl das. Das. Oder so ähnlich. Wer weiß das schon. Ich gucke mir erstmal die Tastenspielerei. Nein, ich wollte nicht. Ich habe gedacht, man könnte hier eine Tastenkombination lesen. Aber das bleibt einem verwehrt. Das ist was im Boden unter dem Gewicht. Aber 100 Kilo sind zu schwer, um sie zu bewegen. Das mag sein. Aber nicht für dieses Wesen hier, scheinbar. Wow, mag sich hier wohl alles befinden. Wir haben einen Schraubendreher. Nur sehe ich den nicht. So viel Kram. Doch, na, da ist er. Türknopf. Ein Türknopf. Den sehe ich aber wirklich noch nicht. Schleier. Das ist der hier. Tulpe. Tulpe, Tulpe, Tulpe. Da. Ein Fächer. Ein Fächer. Sehe ich nicht. Glocke. Nö. Sehe ich auch nicht. Obwohl, das könnte der Fächer sein. Das ist der Türklopfer. Okay. Nehme ich. Waage. Die Waage brauchen wir. Irgendwas wechselt hin und her. Das ist zwar die Maske. Aber ich sehe momentan nicht, was sich als Einzelnes hier hin und her wandelt. Was jetzt das Falschprodukt ist. Oder jetzt die Maske. Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß, dass es gewandelt hat, aber nicht, wo es ungefähr ist und wie es eigentlich aussieht. Egal, versuchen wir was anderes. Feder. Feder, Feder, Feder. Bist du die Feder? Nee, du bist nicht die Feder. Ein Staubwedel. Kette. Sehe ich auch gerade nicht. Die Brille. Wo ist denn die Brille? Wow. Das meinte ich. Zu lang drauf gestarrt. Jetzt sehe ich eigentlich nichts mehr. Ah, Maske. Da habe ich dich. Fächer. Fächer. Könnte ich denn einen Fächer finden? Oder eine Feder? Oder eine Glocke? Von Friedrich Schiller, die Glocke. Wo ist sie denn? Ja, ich kann das immer wieder in den Raum fragen, aber ihr könnt mir eh nicht helfen. Da ist die Feder übrigens. Ich habe sie gerade entdeckt. Und was haben wir denn dann noch? Feder haben wir gefunden. Fächer. Fächer. Muss hier so weit aufgeklappt sein, der Fächer, dass man ihn als Fächer erkennt. Das heißt, er darf nicht irgendwie so ein Knüppel im Raum sein. Das wäre ja dann Unsinn. Die Glocke? Nein, du bist nicht die Glocke.
Schwerter. Ich habe auch keine Kette gesehen. Oh, Kelle. Kelle habe ich gerade entdeckt. Das ist schön. Kelle. Dann haben wir noch eine Kette und eine Brille. Das ist die Brille. Eine Kelle, Kette, Glocke, Fächer. Kelle, Kette, Glocke, Fächer. Kette, Kette. Eine Glocke sehe ich im Moment auch wieder nicht. Und schon gar keinen Fächer. Wobei die alle gar sichtbar sein müssten. Du bist ein Fächer. Nein. Da habe ich gerade gedacht, das ist ein zusammengefalteter Fächer. So als kleiner Trick. Wenn man sich da veralbert fühlt. Aber nein, das ist wiederum nicht so. Wow. Also gehen wir nochmal ganz sachte durch. Ist hier irgendwas, was aussieht wie eine Glocke? Wie ein Pilz. Keine Glocke, eine Vase, ein Schwert, eine Büroklammer, ein Herzchen, eine Karte, Meißel, eine Vase, Birne, Schild mit Emblem drauf. Das ist die Kette. Nein, das war der Fächer? Okay. Lass dich mal durchgehen. Hauptsache. Oh, die Glocke. Da ist sie. Schillers Glocke. Jetzt brauche ich noch die Kette. Aber sieht nicht so aus, als würde ich die Kette auf kurzer Hand finden. Nö. Nö. Kette. Keine Kette dabei. Wieder eine Perlenkette. Noch eine Schuhkette. Eine Panzerkette. Da ist sie. Die Panzerkette. Jetzt habe ich sie doch gesehen. Einen Schraubendreher gefunden. Blitzer. Wo immer das für eine Auszeichnung sein mag. Also mit dem Schraubendreher werde ich wahrscheinlich nicht das Gewicht wegheben können und das andere drunter hervorkratzen. Ist nicht euer Ernst. Mach aus 100 Kilo 10 Kilo. Die kann man dann wiederum bewegen, das ist natürlich klar. Ein Monddrittel. Oh, wirklich. So, musikbegabt bin ich noch nie gewesen. Aber das ist auch gemein, da muss man sich nach Farben orientieren. Oh? Dieser Zauberer ist nicht gut organisiert. Aber zumindest habe ich das zweite Teil gefunden. Er muss hier nicht gut organisiert sein. Das interessiert ja auch keinen. Ich kann hier auch sowieso nichts anderes anklicken. Also lassen wir das. Ich glaube, das nächste Teil kriege ich durch das Musikstück. Und da bin ich ja nicht sonderlich gut drin. Ah. Krieg's nicht raus, das ist immer echt gemein. Mit diesen Farben und so. Ich glaube nämlich, das ist die Lösung, diese Farben da oben. Könnt ihr nicht Zahlen dran schreiben, das wäre viel einfacher für einen wie mich. Thank you.
Vielleicht ist das die Anfangsnote. Keine Ahnung. Vielleicht kann man das akustisch raushören, aber da bin ich auch nicht so versiert drin. Oh, das scheint der richtige Ton zu sein. Das scheint der nächste richtige Ton zu sein. Ah, ich habe es. Ja, man braucht doch gar kein Musikverständnis und auch kein Farbensehen. Umprobieren, bis es klappt. Ja, das war's aber auch für die Folge. Das Einsetzen dieser drei Stücke werden wir in der nächsten Folge machen. Und bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.